Irgendwie ist diese Videospielgeneration eine ganz merkwürdige. Nicht nur wegen Corona und den Lieferengpässen, sondern auch mit den Traditionen, so sage ich jetzt mal, die einfach gebrochen werden. Zum Beispiel mit der guten alten Tradition, dass Konsolen mit ihrer Lebenszeit immer preiswerter werden. Sony PlayStation hat sich dazu entschieden, dass man das jetzt mal ändern sollte. Die PlayStation 5 wird ab sofort 50 Euro teurer. Die disklose Version kostet jetzt 449 Euro und die Disk-Variante 549 Euro. Das sind jeweils, naja, 50 Euro mehr. Und das ist ein wenig merkwürdig. Nun haben viele von euch natürlich das Gefühl, okay, erstens, diese UVP-Preise werden eh fast nie erreicht, außer man hat Glück beim Mediamarkt, Otto und so weiter und so fort. Manch andere wiederum denken aber vielleicht auch, ja gut, aber die PlayStation ist ja eh so gefragt und oh, alles wird ja auch teurer und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist das auch die Begründung von Sony. Zum einen die Inflation und zum anderen die, ich sag mal, komplizierteren Handelswege. Allerdings, was hier ein bisschen merkwürdig ist, diese Preiserhöhung trifft uns in Europa, trifft viele Länder in Asien, aber zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, nicht Nordamerika. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen auch über eigentlich die normale Preisentwicklung und wir sprechen darüber, was, wie ich finde, von Sony klüger gewesen wäre als Move, als eben diese Preiserhöhung. Denn ich finde, das ist ein gigantischer Fail von Sony und eine richtig schlechte Idee. Normalerweise ist das hier eine normale Preisentwicklung in den ersten 12 bis 24 Monaten. Hier seht ihr die Xbox One und die PlayStation 4, wie halt der Preis jeweils gestartet ist und wie er sich innerhalb der ersten 24 Monate entwickelt hat. Und da seht ihr, es gab Preissenkungen. Zugegebenermaßen bei der Xbox One aufgrund der nicht so guten Verkäufe am Anfang und natürlich auch der Kinect, bei der PlayStation 4 aber ein ganz organischer bzw. normaler Preisverfall von 50 Euro innerhalb der ersten 2 Jahre. Von 400 Euro ging es runter auf offiziell 349 Euro. Und diese Preissenkungen sind eigentlich komplett normal. Möglich wären die Preissenkungen durch 2 Faktoren. Erstens, die Produktionskosten als solches wären billiger und zweitens, der Druck der jeweiligen Konkurrenz wird eben auch größer. Sagen wir zum Beispiel, die Microsoft Xbox Series S oder Series X werden deutlich günstiger. Dann ist natürlich für die meisten die Hemmschwelle etwas niedriger, diese Konsole jeweils zu kaufen. Das bedeutet dann also auch, dass Sony nachziehen muss, weil sonst haben sie ja auf dem Papier einen deutlichen Nachteil beim eben Preis. Und deswegen entwickeln sich die Preise meistens gleichmäßig runter, wenn die jeweiligen Produkte auch im direkten Konkurrenzkampf stehen. Ebenso geht es aber natürlich auch nach oben. Wir haben ja zum Beispiel auch bei den Konsolen nach und nach gesehen, dass die immer teurer wurden, weil zum einen mehr Hardware verbaut wurde, zum anderen aber auch, weil die Inflation natürlich auch über die Jahrzehnte normal immer weiter kickt. Und wir sehen es ja auch bei vielen anderen Märkten, zum Beispiel den Smartphone-Märkten. Ich meine, die meisten von euch haben damals ein Smartphone für vielleicht 300 oder 400 Euro gekauft und waren da sogar schon im Flagship-Bereich unterwegs. Jetzt, mittlerweile, dieses Sony Xperia One, das kostet 1500 Tacken. 1500 Euro für ein Telefon. Das ist das technisch bestimmt auch wert und so weiter. Also das ist es auch wert, das kann ich so sagen, weil da wirklich viel Technik drin steckt. Ist nur immer die Frage, braucht man das? Und wo stoppt dieser Wahnsinn irgendwann mal? Damals haben alle gesagt, bei 1000 Euro bei Smartphones. Jetzt sind wir aber mittlerweile bei 2000 Euro. Gut, dafür kriegt man ein faltbares Telefon von Samsung. Aber trotzdem. 2005 war der Durchschnittspreis einer Konsole 150 Euro. Gut, da haben wir über die PlayStation 2 gesprochen, da haben wir über den GameCube gesprochen und so weiter und so fort. Aber schaut euch mal an, wie diese Kurve langsam immer weiter nach oben ging. Von Generation zu Generation wurde es immer teurer. Das liegt zum einen, wie bereits erwähnt, an dem grundsätzlichen Wertverfall unseres Geldes. Das ist, wie gesagt, relativ normal. Schaut euch mal einen Inflationsrechner an und schaut mal, was weiß ich, 1 Euro, in Anführungszeichen, im Jahr 1900 wert gewesen wäre und was auch heute wert gewesen wäre. Also was ist die Kaufkraft von diesem Euro, den es damals, ihr versteht das schon. Und das ist halt relativ normal, dass es deswegen immer weiter nach oben geht. Was aber wirklich neu ist, ist, dass der Preis einer Konsole innerhalb ihrer Lebensspanne erhöht wird. Natürlich hatten wir diese Preiserhöhung rein theoretisch durch die Zwischenmodelle, zum Beispiel die Xbox One X oder die PlayStation 4 Pro, aber eben nicht beim selben Modell. Die Nachfrage der PlayStation 5 ist natürlich auch ungebrochen hoch. Wenn es PS5-Konsolen gibt, dann sind die meistens auch instant ausverkauft. Deswegen könnte man natürlich meinen, oh okay, diese Preiserhöhung ergibt halt Sinn, weil, naja, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Allerdings ist die Xbox Series X auch
nicht immer ausverkauft, aber fast immer ausverkauft. Und auch da geht der Preis, naja, nicht unbedingt nach oben, sondern Microsoft versucht ihn zu halten. Und die Produktionskosten beider Konsolen sind zumindest relativ im ähnlichen Segment angebracht. Sie haben ja auch die ähnliche, oder fast ähnliche Hardware. Warum also kann Sony sich das erlauben? Nun, einerseits, sie sind in der stärkeren Position. Die Marke PlayStation ist die stärkere Marke. Sie sind im Punkto Gaming die Marktführermarke, wenn man so möchte. Die meisten Leute spielen halt heute auf einer PlayStation und es ist halt einfach so, ja, oh, spielst du mit der PlayStation, ist auch so ein typisches Elterngebrabbel, obwohl die Person dann, keine Ahnung, zum Beispiel an der Xbox spielt oder an der Nintendo Switch und so weiter und so fort. PlayStation ist einfach die große Gaming-Marke. Das heißt, rein vom Standing her kann man sich diese Preiserhöhung erlauben und damit teurer werden als die Xbox Series X. Zumindest glaubt man das bei Sony. Dieses starke Standing der Marke PlayStation existiert aber in dieser Dominanz nur in Asien und nur in Europa, nicht in den USA. Dort gibt es einen sehr knappen Zweikampf mit der Marke Xbox und zwar schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und genau das ist der Grund, warum die PlayStation 5 nicht in Nordamerika teurer wurde, weil der Konkurrenzkampf zu sehr auf Augenhöhe ist. Eine Preiserhöhung in Nordamerika würde höchstwahrscheinlich viele Leute dazu verleiten, statt einer PlayStation 5 dann doch eine Xbox Series X oder Xbox Series S zu kaufen. In Europa oder auch Asien ist allerdings die Marke PlayStation so stark, dass da viele gar nicht verleitet sind. Ganz krasses Beispiel wäre da zum Beispiel Japan. Da hast du eben auch viele Spiele, die explizit für das japanische Publikum entwickelt wurden und die kriegst du auch nur auf der PlayStation. Ergo ist da die Xbox so oder so schon immer keine starke Marke. Dort kann man also die Preiserhöhung machen, ohne dass die Leute in irgendeiner Weise die Plattform wechseln würden. Und ich muss zugeben, in Asien ist das vielleicht auch etwas, was sich nicht mehr groß ändern wird in dieser Generation. In Europa allerdings, da ja, da ist PlayStation die große Gaming-Marke, aber die Xbox ist da jetzt nicht so weit hinterher wie zum Beispiel in Asien. Vor allem mit dem Zukauf von Activision Blizzard glaube ich, dass hier Microsoft große Chancen hat, im europäischen Markt wieder auf Augenhöhe zu kommen oder stellenweise vielleicht sogar mal die PlayStation zu überholen, wenn beide Konsolen normal verfügbar wären. Sony allerdings denkt das nicht so wirklich, sondern ist, salopp ausgedrückt, gerade ein wenig arrogant diesbezüglich und glaubt nicht daran, dass sie in irgendeiner Weise viele europäische Kunden an Microsoft verlieren könnten. Ich halte das für eine sehr gefährliche Idee, eine sehr gefährliche Strategie, weil die eben, wie bereits erwähnt, schnell nach hinten losgehen kann. Zumal ich finde, dass Sony eine viel bessere Methode hätte, diese Preiserhöhung eben auf lange Sicht umzusetzen. Sony hat natürlich recht mit der starken Inflation und Sony hat natürlich auch recht mit den schwierigeren Handelswegen. Sony könnte allerdings auch einfach sagen, okay, wir ziehen das jetzt noch ein Jahr weiter durch oder vielleicht sogar eineinhalb Jahr und dann, wenn die erste Preissenkung kommen könnte, machen wir die einfach nicht, sondern wir bleiben bei dem normalen UVP von 399 bzw. 499 Euro. Das bedeutet, man macht die PlayStation eben nicht jetzt einfach teurer, sondern man macht sie auch nicht preiswerter zu dem Zeitpunkt, wo man normalerweise sie preiswerter machen würde. Vor allem muss Sony jetzt Schiss haben, ein wenig, ob Microsoft nicht richtig dicke Eier hat und sagt, wisst ihr was, die Xbox Series X wird von mir aus einfach nur 20 Euro billiger. 10, 20, 30 Euro billiger, so ein kleinen Dip, so ein kleines FU in Richtung Konkurrenz. Da sollten die ein bisschen Sorge vor haben, weil dann die Argumentation von Sony ja auch überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt, punkto Handelswege und Inflation. Wobei, nochmal, die ergibt Sinn, aber Microsoft könnte es sich auch einfach leisten, die Konsole billiger zu machen. Rein strategisch halte ich das einfach für eine schlechte Idee, zumal dann ja noch viele Leute, wie wir übrigens auch hier im Büro, die Nachricht bekommen haben, dass ihre PlayStation 5 Bestellung storniert werden musste aufgrund der neuen unverbindlichen Preisempfehlung. Und das ist auch nicht so die schönste Nachricht, die man unbedingt lesen möchte, wenn man mal eine PS5 vorbestellt hat, weil ja anscheinend selbst die Händler keine PlayStation 5 mehr bekommen für den alten UVP. Nicht, dass mich das wundern würde, aber das ist ja trotzdem eine Message, die beim Endverbraucher dann ankommt, beziehungsweise bei den Gamern. Long story short, die PlayStation 5 wird teurer. Allerdings nicht in Nordamerika, denn da hat Sony ein bisschen Schiss vor der Konkurrenz aus dem Hause Microsoft. Und in Europa denken sie, damit kommen sie ohne Probleme durch, weil sie sind die Gaming-Marke Nummer 1. Ich aber halte das für eine
mutige Entscheidung, die schnell nach hinten losgehen kann und wo man aufpassen sollte, dass man sich nicht in irgendeiner Weise verzockt. Wie ist eure Meinung zur PlayStation 5 Preiserhöhung? Findet ihr die gerechtfertigt? Findet ihr die mutig? Könnt ihr die gar nicht verstehen? Schreibt das gerne in den Kommentarbereich und schreibt gerne mal rein, falls ihr eine PS5 vorbestellt habt, ob ihr diese Vorbestellung jetzt erstmal stehen lasst zu dem neuen Preis. Upp, upp.